Also wegen Holz, dass ich nicht sonst weit laufen muss. Ach ja, ich habe übrigens auch Inventory Tweaks mit drin. Dass mir dann immer das Zeug weitergereicht wird. Habt ihr ja, glaube ich, gerade gesehen. So, jetzt habe ich keine Setzlinge mehr. Jetzt habe ich nur noch Samen, Blumen, Schleimbälle und Dingens. So, nee, hier lassen wir uns jetzt häuslich erstmal nieder. Komm her mit dem Ofen. Und du machst... Oh Gott, haben wir viel Fleisch. Cool. Das ist schön. Rohes Rindfleisch, rohes Schweinefleisch, verrottetes Fleisch. Nee, das... Das kann eigentlich nie vom Lied, weil das ändert immer, je nachdem, wo ich hingucke, rechts, links auf dem Ohr. Oder was ist denn da in dem Berg drin? Das kann... Hallo? Ja, die Musik passt jetzt total dazu. Keine Ahnung, was das ist. Das werden wir wahrscheinlich allerdings früher oder später rausfinden, egal ob wir es wollen. Oder ich das... Sehr unangenehme Geräusche, kurz vorm Einschlafen. So, kurz einen Schluck Kaffee getrunken. Naja, dann machen wir uns mal hier an die Arbeit. Oben ausbauen, 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 ausbauen. Holz haben wir ja einiges. Na gut, das hätte ich nicht unbedingt hier drin machen müssen. Moment, wir machen noch eine größere Grundfläche. Eins gehen wir hier noch runter und dann fangen wir jetzt hier an. Wobei das hier oben ja... Hier oben, das könnte ja in so einem Turm eigentlich enden, der rauskommt und... hier so eine Plattform drumherum und hier ein Turm nach oben und dort oben nochmal eine Aussichtsplattform. Wäre eigentlich auch ganz cool, oder? Oder, 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 oder? Und hier unten drin machen wir, haben wir dann immer mal so ein paar Fenster, dass wir eigentlich... eigentlich dort drin halt wohnen, im Berg. Und hier oben dann mit Stein, dass man quasi hier irgendwie so hochkommt, dann kann man ja hier wirklich noch so ein bisschen Terrasse oder was auch immer machen. So einen kleinen Rundgang und dann geht es noch ein Stück höher. Und dann hätten wir da dann nochmal so eine Aussichtsplattform oder so ein kleines Arbeitszimmer im Turm selber drin. Das wäre bestimmt eigentlich auch ganz geil, wenn ich mir das gerade so überlege. So. Und das hier bietet sich ja eigentlich... als Eingang quasi an. Das Einzige, was mich irritiert, ist, dass da scheinbar schon jemand wohnt. Eine WG. Aus Monster. So, hier der Eingang. Alter, was ist denn das? So, also, ja, wir machen das jetzt so. Alter. Bauen uns hier jetzt quasi in den Berg rein. Machen wir dann hier vorne mal gucken, wie ich das mit den Türen am besten mache. Und dann bauen wir uns hier quasi dann so nach und nach diesen Berg als Wohnhaus. Das ist bestimmt total cool. Oder total scheiße, weiß ich nicht. Ich finde es erstmal cool. Das wird zwar eine Weile dauern, bis das so ist, wie man das gerne möchte. Ich guck gerade mal, wo der jetzt in den einzelnen Sachen halt jeweils aufhört. Wo man dann quasi auch... Fenster hätte, weil man kann... Ah, ja, genau hier. So, okay. Hier würde der quasi aufhören, dass... Moment. Ah, von der Seite wäre das... Ah, als Dings wäre das sogar ganz,
ganz cool. Hier ist ja eh glatt. Hat man dann hier halt so Fensterfronten drin und alles. Man hüllt den aus und dann können wir ja uns neue Wände mit Holz und alles ziehen. Ja, gut, es dauert natürlich ein bisschen, bis man das alles fertig hat. Das ist richtig. Und dann bauen wir uns da eine Treppe nach oben und alles. Und nach unten könnte man dann noch ein Lagerhaus und den ganzen das ganze Zeug bauen. Das wird bestimmt super. So, was allerdings immer noch... So, trotzdem können wir hier ja erstmal so ein kleines. Darauf können wir ja dann bestimmt irgendwie aufbauen. Keine Ahnung, hier kommt auf jeden Fall erstmal so eine kleine Hütte hin. So, oh, oh. Dass wir erstmal auf jeden Fall eine Bleibe haben. Weil sonst ist das auch Müll, wenn wir jetzt nirgendwo erstmal wohnen. Und da... Ah, okay. Hat er mir das falsche Holz gegeben? Ich habe dann noch solches. Das hier wird ja jetzt erstmal nichts Besonderes. Das wird wirklich nur so ein ganz kleines Hütchen werden. Reicht aber für den Anfang auf jeden Fall aus. Hier kann man dann den ganzen Scheiß reinstellen auf jeden Fall. Komm, hier machen wir das mal weg. Braucht man nie. Boah, was für eine schöne Aussicht. Schöne Aussicht. Es wird immer besser, immer besser, immer besser. Moment. Hier. Hier. Und hier. So, als kleines Dings oben noch ein Dach drüber gezimmert. Da holen wir jetzt erstmal das ganze Zeug hier oben rein. Und dann haben wir hier nämlich zumindest schon mal einen, zumindest schon mal einen Grund drin, wo wir pennen können und alles. Und von wo aus wir dann auch, ach ja, jetzt haben wir das ganze Fleisch, das ist auch sehr schön. Dann hier immer drunter ausbauen können, ganz problemlos. Und auch vor allen Dingen relativ, also relativ nah sind an verschiedenen Rohstoffen und an Höhlen vor allen Dingen. Dass wir dann hier immer mal so einen Ausflug machen können, das ist ja... Und wir können halt relativ nah eigentlich irgendwas anderes bauen. Dort unten könnte man so ein kleines... Mal wieder ein Bauernhaus. Bauernhaus ist ja Standard, ne? Man braucht ja hier zum Aufziehen der Jungen, hätte ich beinahe gesagt. Warum mache ich jetzt hier da? Braucht man ja auch ein bisschen... Na, los. Ja, du kannst auch nachts schlafen. Ich will ja jetzt auch gar nicht schlafen eigentlich. An und... Ja, genau. Ich will Eisen mit Eisen schmelzen. So, Kohle... Nee, da. So. Jetzt machen wir noch schnell. Das wird. Was? Das wird niemals reichen. Um hier ansatzweise irgendwas mit Treppen hinzubekommen. Ist doch furchtbar hier. Alter, jetzt setzt die Treppen doch mal. Hier unten war ja hoffentlich noch ein Erdblock, ja. Ansonsten wäre das jetzt auch ein bisschen zu spät gewesen.
Da machen wir. Ach so. Tür Nummer. Ach, das ist ja egal. 1, 2, 3. Tür Nummer 2. So, da haben wir. Alter! Da haben wir hier schon mal Tür. Hier können wir uns eine Treppe runterbauen und alles. Da können wir dann dorthin, da und dort. Das wird schon. Das wird schon werden. Moment, jetzt müssen wir ja ganz kurz. Fackeln braucht man auch ohne Ende dann noch. Aber da können wir dann auch direkt. Nee. So, hier, da müssen wir ja dann eh noch nach oben. Komme ich eigentlich? Das wäre super, wenn das klappt, aber nicht. Ach, Mann. Zack und zack und zack und. So, jetzt haben wir nochmal 21 Treppen. Das wird aber auch nicht reichen. Ja, das war clever, den hier hinzusetzen, auf jeden Fall. Alter, nein! Hör auf damit, ich will das. Du sollst das ganz normal hier unten dran bauen. So, also das haben wir, wie gesagt, hier unsere erste Hütte. Und dann gucken wir mal, dann erforschen wir mal hier. Nein! Na! Achso, dann kann ich die hier gleich mal wieder. Die kann ich gleich mal wieder mitnehmen, warum ich die überhaupt da hingestellt habe, weiß ich auch nicht. Und dann müssen wir irgendwann mal rausfinden, was das andere hier ist, was hier die ganze Zeit uns so seltsam ruft. Wir pennen wieder eine Runde. Ogas habe ich ausgeschaltet. Die dürfen das eigentlich nie sein. Von der Sache her. Zack. Und hopp, hopp, hopp. Wie gesagt, ich bin immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass es sinnvoller wäre, wenn man die Möglichkeit hätte. Wenn man die Möglichkeit hätte, Sachen in der Hand quasi zu drehen, dass das besser wäre als alles andere. So. So soll es dann erstmal aussehen. Sehr dreckig, ja, aber die Front wird ja noch. Das war ja nur für den Anfang. Außerdem wird das, weiß ich nicht, wie lange das so stehen bleiben kann. Mit Dach so, schon mal sowieso nie, weil das wäre eher ein Nachteil für. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr, um eine Kiste zu machen. Ich bin so schlau. Das wäre natürlich dann ein Nachteil für so einen Aussichtspunkt, für so einen Turm. Den könnte man zwar durchs Loch durchprügeln. Wieso will ich jetzt was durchs Loch durchprügeln? Ich will den Turm durchs Dach durchkloppen. Allerdings, ich gehe mal von aus, die Breite, die ich jetzt so im Kopf habe von dem Turm, da bleibt nicht viel Dach übrig, was da noch stehen würde. Von daher ist das Blödsinn. Da ist das Haus einfach zu klein. Und deswegen werden wir uns hier weiter fortführen. Mal schauen. Ein weiteres Minecraft-Let's Play auf YouTube. Das ist ja das, was unbedingt gebraucht wird. Noch mehr Minecraft-Let's Play. Ist da eigentlich immer noch so diese... weiß ich nicht, war das... nennen wir es mal Debatte. Wo ich vor bisschen etwas vor einem Jahr habe ich ja angefangen, Let's Plays hochzuladen. War ja kurz nachdem ich den Channel eröffnet habe, hatte ich ja auch das erste hochgeladen schon. Und damals war es ja noch so, dass ich hatte mich auch im Let's Play Forum damals, glaube ich, angemeldet gehabt. Oder was heißt, glaube ich? Ich habe mich angemeldet. Und da war ja auch schon so dieser Let's Play Hype, dass wir sehr viele angefangen haben und auch halt viele mit Minecraft und alles. Und damals war ja schon so dieses, ich habe bei dir Minecraft gelesen. Also grob.
Nein, du bist das also. Wieso habe ich hier nie gesehen, dass hier noch eine Höhle war die ganze Zeit? Nein, ich will nie verbrennen. Wieso habe ich denn nie gesehen, dass hier die ganze Zeit so eine Höhle war? Wo bin ich denn jetzt eigentlich hier? Das ist. Offensichtlich liegt hier was. Hier liegen noch ein paar. Warum sehe ich meine Items nie? Hallo? Hey, die sind mir hier hingefallen. Hallo? Was ist das denn für Blitze? Wieso habe ich. Das war ich, das ist mir ja klar, aber das hier. Okay. Okay, das ist. Ja. Das nimmt natürlich Arbeit ab. Ach, ey. 16, das ist. Nein! Oh! Die Mobs sind unsichtbar. Ich fasse es nicht. Was soll das? Jetzt reißt er mir hier ein Riesenloch rein. Alter! Wieso ist das jetzt unsichtbar? Man weiß nie, ob man jetzt hier alleine ist. Moment mal, da muss ich mal ganz kurz neu starten. Das ist ja die Hölle. Ich bin sofort wieder da.